Unternehmen, die neue innovative Geschäftsmodelle entwickeln wollen, ja, die brauchen natürlich eine Menge Daten. Zum Beispiel, um ihr Risiko minimieren zu können. Jetzt wollen sich ein paar Finanzplayer in Deutschland zusammenschließen zu einem Financial Big Data Cluster. So eine Art Datenpool, an dem sich jeder bedienen kann. Wie sieht das aus? Das schauen wir uns heute an. Ich bin heute im Techquartier und wer den Zusammenschluss koordiniert, ist Luisa. Du bringst also alle Spieler zusammen. Um welche Daten geht es denn dabei? Bei unserem Forschungsvorhaben geht es ganz konkret um Finanzmarktdaten. Daten, die bisher nicht öffentlich zugänglich sind, sondern in verteilten Datensätzen bei den einzelnen Organisationen vorliegen. Und diese Daten sollen über das Financial Big Data Cluster zunächst auffindbar, aber auch nutzbar gemacht werden, sodass dann die Organisationen darauf aufbauen, kollaborativ neue KI- und Machine Learning-Modelle entwickeln können. Und wer ist da jetzt alles dabei? Also bei uns sind große Finanzinstitute mit dabei. Auch eine deutsche Börse, wir haben Startups mit dabei und renommierte Forschungsinstitute und natürlich auch Technologieprovider. Oder wir könnten sie da als Dateninhaber auf die Blöcke setzen. Also unser Ziel ist es nicht, einen zentralen Datenhub aufzubauen, denn da würden ja die Inhaber der Daten die Hoheit über die eigenen Daten verlieren. Und das wäre ja erstmal grundsätzlich schlecht. Daher versuchen wir, eine dezentrale Struktur zu etablieren, bei denen die Daten erstmal bei dem Inhaber verbleiben. Wir machen diese Daten aber auffindbar für potenzielle interessierte Datennutzer, indem wir sie in einem Metadatenkatalog beschreiben. Technisch, fachlich und vor allem auch die rechtlichen Beschränkungen, denen die Daten unterliegen. Für was kann ich jetzt die Daten benutzen? Hast du da konkrete Anwendungsbeispiele? Wir untersuchen in unserem Forschungsvorhaben konkret 5 Anwendungsfälle, zum Beispiel Geldwäschebekämpfung zusammen mit der Deutschen Börse und der Deutschen Bank, aber auch Themen wie Sustainable Finance oder Supply Chain Finance, eben Anwendungsfälle, bei denen eine breite Datenbasis einen Mehrwert generieren kann. Nimm zum Beispiel hier den Kran. Solche Kräne werden heutzutage nicht mehr verkauft, sondern sie werden vermietet. Und zwar nicht mehr unbedingt von dem Maschinenhersteller selbst, sondern über einen Intermediär, beispielsweise eine Leasinggesellschaft oder einen Finanzinvestor. Aber einer trägt ja dann am Ende das Risiko für die Nichtauslastung der Maschine in so einem Pay-per-Use-Modell. Und dieses Risiko muss ganz genau berechnet werden. Und das können wir eben über die Daten machen, die wir entlang der Lieferketten sammeln und dann über das Financial Big Data Cluster verfügbar machen. So entwickeln wir neue, innovative Finanzierungsmodelle und machen Finanzierungsmodelle vor allem auch resilienter.